Im Subito wurden Suppen schon in Rexgläser gefüllt, als das noch gar nicht hip war. Cordula und Andrea Scholdern zeigen hier, dass die chinesische Fünf-Elemente-Lehre auch gut zur heimischen Küche passt. Hallo Cordula, servus, hallo, grüß dich, schön, hallo. Dass du da bist. Freut mich, da sein zu dürfen. Ja, wir brauchen auch Hilfe. Also würde ich sagen, gleich ablegen und los geht's. 40 Liter Gemüsecurry warten auf dich. Okay. Ich würde sagen, wir starten mit den Paprika. Okay. Bitte 2x2 cm Stücke. Wie viel Kilo Gemüse braucht man für 40 Liter Curry? Was du dir vorstellen musst, in dem Gemüsecurry sind fast 25 Zutaten allein drinnen, von Gemüse und Gewürzen und so weiter her. Okay. Und von der Menge her haben wir 80 Gläser. Und das geht in einer Woche weg dann? Bestenfalls schon in ein paar Tagen. Wirklich wahr? Ja. Und Gemüsecurry ist auch einer eurer Bestseller, oder? Das ja, ist nach wie vor der Bestseller. Cool, cool. Genau. Du, und jetzt ist ja noch was Besonderes, und zwar, dass ihr nach der Lehre der fünf chinesischen Elemente kocht. Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen? Einfach erklärt, in jeder Speise, in jedem Produkt sind fünf Zutaten drinnen, die quasi jedes Element aus der chinesischen Medizin widerspiegeln und so die Bekömmlichkeit und den Geschmack fördern. Das Interessante ist nur, dass unsere Großmütter eigentlich ziemlich viel danach gekocht haben. Die haben es nur irgendwie begonnen zu verlieren. Aber man merkt, dass die Leute plötzlich keine Bauchschmerzen mehr haben, keine Blähungen mehr haben, weil es einfach um diese Zubereitung, um dieses lange Kochen von etwas, gute Gewürze verwenden, um eben alles anzuregen. Also so wie es bei uns auch immer schon gemacht worden ist eigentlich, aber genau, halt bevor halt der Geschmacksverstärker gekommen ist und das alles nicht mehr notwendig genau war. Genau so ist es. Aber Gemüse ist jetzt mal Gemüse und steht, ich schätze jetzt mal, für Erde. Ja. Habe ich voll gut erkannt. Ja, es schaut schon super aus jetzt. Wir sind fertig, jetzt wird noch gekostet. Aber das ist nicht der Schöpfer, mit dem du 40 Liter... Gott sei Dank nicht. Bitte aufpassen, heiß. Schmeckt super. Das ist wahnsinnig gut. Fein. Zum Glück ist so viel da. Genau. Liebe Andrea Scholdern, als du 2007 mit dem Subito begonnen hast, haben dich die Leute irgendwie gefragt, ob du steppert bist oder ob du nicht lieber was Ordentliches machen willst? Am Anfang haben die Leute einfach gesehen, es schmeckt gut und es ist praktisch. Ja. Also das hat den, auch den Gastrojournalisten gut gefallen, dass er die 17. Pizzeria im Jahr aufgemacht hat, sondern die Ärztin, die kocht. Und dann konnte ich natürlich auch erklären, was dahinter steht, hinter den fünf Elementen. Und außerdem, das Wichtigste ist ja, wir sagen glutenfrei und laktosefrei. Das spielt heute mehr Rolle denn je. Das auch noch damals schon? Damals habe ich es nur für mich gemacht, weil mir ist es sehr schlecht gegangen. Ich habe eine Darmerkrankung, eine Zöliakie, das ist eine Weizenglutenallergie, die damals noch irgendwie keiner zuordnen konnte. Und ich war so begeistert, dass ich durch dieses Umstellen auf diese Fünf-Elemente-Ernährung und glutenfrei, dass ich plötzlich nach 3 Monaten null Beschwerden hatte. Null. Wahnsinn. Ich war munter, ich war frisch und dann war ich wie besessen von der Idee, das müssen andere Menschen auch tun. Okay. Du, und ich meine, du hast jetzt an deine Tochter Cordula übergeben. Wird es auch in 15 Jahren noch halten, das Konzept? Also ich bin ganz sicher, dass es, wenn es machbar ist, vom Einkauf und von der Arbeit her, es in 15 Jahren genauso wichtig ist, weil einfach die Gesundheit sitzt im Darm. Und wie können wir das Ganze in den Griff kriegen, indem wir uns gut ernähren? Mhm. Und wenn das die Leute nur halb so gut sich ernähren würden, wie wir es empfehlen, glaube ich, das vielen braucht uns kein Arzt. Und nicht nur gut, sondern auch so, dass es schmeckt und Spaß macht. Ja, also das haben wir bewiesen. Gesund heißt nicht, dass es nicht schmecken darf. Ja. Und ich bin so stolz auf sie. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Los. Nein!